Hallo und herzlich willkommen, das ist Cypherpolex und im heutigen Video wollen wir mal das Geheimnis der Ds besprechen. Im Prinzip geht es darum, dass Lawyer gerade im Begriff ist herauszufinden, was für ein Geheimnis das ist und inwiefern das auch mit seiner eigenen Geschichte zusammenhängt. Und natürlich ist dieses Geheimnis deutlich, deutlich größer, als wir das jemals vermutet haben. Das Ganze hängt natürlich auch mit Schäubert zusammen, mit Schäuberts Entschuldigung vor allem und natürlich mit dem Aspekt, dass viele hochrangige Piraten keine Teufelsfrüchte nutzen. Wenn wir allein mal die Struktur der Watcher-Piraten betrachten, dann kann es einerseits natürlich Zufall sein, dass sie keine Teufelsfrüchte hatten, andererseits auch irgendwo kalkuliert. Vielleicht war es anfänglich wirklich Zufall. Später dann hat man ja auch irgendwie die Fragmente dessen gesehen, dass sich Shanks Crew auch nicht gerade mit Teufelsfrüchten ausgestattet hat. Und es stimmt natürlich, wenn ich davon spreche, dass die hochrangigen Marinemitglieder auch Teufelsfrüchte haben. Aber stellt euch mal folgendes Szenario vor. Man hatte Leute wie Fujitora, wo man die ganze Zeit davon ausging, dass er wahrscheinlich mit seinem Schwert kämpft. Und auch, dass man irgendwie die Tatsache in den Raum stellt, dass wahrscheinlich die Teufelsfrucht sich in seinem Schwert befindet. Wir wissen bereits, dass Vegapunk in der Lage ist, Waffen derartig zu modifizieren und sie mit Teufelsfrüchten auszustatten. Deswegen ging mir natürlich davon aus, dass es so sein kann, dass sein Schwert diese Teufelsfrucht hat. Was aber viel legitimer ist und was ja auch bestätigt wurde, dass er die Teufelsfrucht gegessen hat, ist, dass er regulär einfach nur ein Schwertkämpfer war. Klar, er war ein ganz normaler Schwertkämpfer, er hat sich blenden lassen und er besaß trotzdem die Stärke und die Kraft eines Admirals. Und wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen weiter strickt, können wir davon auch ausgehen, dass sich das bei Queen Bull ähnlich verhalten hat. Wir können auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich nur hochrangige Marineadmiräle oder hochrangige Vizeadmiräle in die Position gekommen sind, dass sie mit Teufelsfrüchten ausgestattet wurden. Wir haben bereits bei der CP9 gesehen, dass Teufelsfrüchte so eine Art Belohnungssystem sind. Eki hat sich bewiesen, Khalifa hat sich bewiesen und daraufhin haben sie eine Teufelsfrucht bekommen. Natürlich können wir davon ausgehen, dass bei Khalifa das eher ein Downgrade war und bei Eki war es halt ganz interessant, sage ich jetzt mal. Dennoch ist das hier interessant, wenn man den Faktor betrachtet, dass die Marine bzw. Weltregierung Teufelsfrüchte als eine Art Belohnungssystem etabliert. Wir wissen, Bossa Leone hatte bereits als Vizeadmiral eine Teufelsfrucht. Bei Akaino haben wir alte Bilder gesehen, wo er auch ein Schwert hatte. Und deswegen gehe ich davon aus, dass bestimmte Missionen, bestimmte Erfolge daran geknüpft sind, dass man irgendwann als Belohnung eine Teufelsfrucht erhält. Und somit kann man selbst die hochrangigen Marinemitglieder damit ausstatten, einfach um sie zu kontrollieren. Weil zufälligerweise ist Shanks Crew wahrscheinlich eine Crew, die keine Teufelsfrüchte nutzt. Und das ist natürlich ein wesentlich interessanterer Faktor. Wir werden natürlich heute besprechen, warum Shanks Crew keine Teufelsfrüchte nutzt und wie das natürlich auch mit dem Wissen von Lovetail zusammenhängt und was das Ganze natürlich mit dem Wissen der Ds auch zu tun hat. Und natürlich kann man das Ganze auf Joyboy und Imster mal damals zurückführen und natürlich hängt das auch mit dem verlorenen Jahrhundert zusammen. Das und vieles mehr werden wir auf jeden Fall heute sehr, sehr ausführlich besprechen. Deswegen auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ansonsten natürlich, ihr seid die beste Community, das wisst ihr aber bereits. Und natürlich gesonderte Grüße gehen raus an den guten Mark Spector, Too Stylish For You und Nightcrawler. Im Namen der Gerechtigkeit, in nomine Justitia, viel Spaß mit dem Intro. Jedenfalls gibt es hier zwei Möglichkeiten. Zum einen kann es natürlich sein, dass die Gorosei dieses ganze Wissen einfach haben, weil sie es bereits vor 800 Jahren erlangt haben. Natürlich kann man davon ausgehen, dass die Gorosei vielleicht schon so lange gelebt haben und bei Imsama kann man erst recht davon ausgehen. Deswegen ist es natürlich eine legitime Möglichkeit zu sagen, dass diese Leute bereits dieses Wissen vor 800 Jahren erlangten und Watcher es zum Beispiel durch Lovetail erlangte. Ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass sich auf Mary Choa ein Poneglyph befindet. Muss nicht zwingendermaßen ein Wortponeglyph sein, dennoch ein Poneglyph würde hier einiges erklären. Wir wissen ja bereits, dass sie sich anhand von Prophezeiungen irgendwie orientieren. Sie waren bereit, einen hochrangigen CP0-Boss zu opfern. Nur, um zu gewährleisten, dass Waffi nicht in den Zustand des Erwachens gerät. Und das war wohl ein so wichtiger Aspekt, dass es gar kein Problem war, diesen Kerl zu opfern. Hauptsache, man kann das irgendwie verhindern. Ich habe ja bereits schon mal Stellung dazu bezogen, hat aber auch schon erklärt, dass es im Prinzip eine selbstauslösende Prophezeiung war. Durch diese Intervention und durch diesen Aspekt, dass man versucht hat, es zu verhindern, hat man es erst recht ausgelöst. Weil wenn wir den Kampf regulär betrachten, können wir davon ausgehen, dass Waffi im Gear 4 Modus alles rausgeholt hat und Kaido schlussendlich den Kampf gewonnen hätte. Wahrscheinlich hätte das nicht zu so einem starken Schlag geführt, wahrscheinlich wäre er auch nicht so krass niedergegangen oder vielleicht sogar direkt verstorben, weil ganz ehrlich, auch wenn es hier viele vermutet haben, wirklich tot war er nun mal nicht. Er war scheintot von mir aus oder es haben kurz seine Körperfunktion ausgesetzt, trotzdem. Tod ist ein sehr konstanter Zustand, auch in der One-Piece-Welt, deswegen kann man davon ausgehen, dass er zumindest halt stark angeschlagen war oder halt komatös war. Und das hat halt dafür gesorgt, dass sich halt eine andere Persönlichkeit in ihm manifestiert hat. Trotzdem war er nicht tot, weil wie gesagt, Tod ist ein endgültiger Zustand, wie gesagt, auch in der One-Piece-Welt. Und deswegen
können wir das hier ein bisschen anders betrachten. Natürlich hat er stark dazu geführt, dass er wirklich down gegangen ist und im Prinzip das ganze Potenzial an Schaden hier einstecken musste. Das natürlich nur aufgrund dessen, dass der CP0-Boss im richtigen Moment interveniert hat. Und das hat natürlich zu einer Prophezeiung geführt, die sich im Prinzip selbst ausgelöst hat. Aber die Frage ist natürlich, die wir uns hier zurecht stellen, woher kommt diese Prophezeiung und woher kommt dieses ganze Wissen darum? Es ist ja irgendwo begründet, dass man genau wusste, dass sich auf Wano Kuni irgendwann Täuber einfinden wird, dass sich dann die Tore von Wano Kuni öffnen, dass Wano Kuni wieder erblüht. Das sind natürlich alles wesentliche Aspekte, die sich hier sowieso gezeigt haben. Im Prinzip hat der eigensinnige Charakter von Queen Bull dafür gesorgt, dass auch Bestandteile dessen, dass eben Wano Kuni wieder erblüht, auch irgendwie wahr wird. Deswegen ist es hier ganz interessant. Weil all diese Aspekte führten nur dazu, dass sich bestimmte Charaktere einfach so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Wir haben bereits gesehen, dass Queen Bull nicht wirklich ein kontrollierbarer Charakter ist. Selbst bei Meritora damals, als er eigentlich Fujitora hätte gefangen nehmen sollen, weil er im Prinzip, Befehlsverweigerung betrieben hat, hat er es einfach nicht gewollt. Er hat zwar als Ausrede genutzt, okay, wenn wir beide kämpfen, wird wahrscheinlich Meritora zerstört. Ist natürlich auch legitim, das zu sagen, weil ganz ehrlich, wir haben die Kräfte von beiden gesehen. Und heute können wir wirklich festhalten, wahrscheinlich wäre wirklich Meritora bei diesem Kampf zerstört worden. Deswegen ist das irgendwo verständlich. Dennoch, all diese Verhaltensmuster haben dafür gesorgt, dass sich bestimmte Ereignisse einfach so entwickelt haben, wie sie sich sowieso hätten entwickeln sollen. Und man hätte einfach nichts dagegen tun können. Und wenn ich hier das so betrachte, dann kann ich davon ausgehen, dass auch bestimmte andere Aspekte hier genauso eintreffen werden. Und ja, ich beziehe mich hier wirklich auf die Sachen, die auf Laugh-Tale erfahren wurden. Wir können davon ausgehen, dass die Gorosei vermuten werden, dass Buggy und Shanks auf Laugh-Tale dabei waren. Und deswegen bemisst man denen auch so ein hohes Gefahrenpotenzial bei. Es könnte auch ein wesentlicher Aspekt dabei gewesen sein, warum denn Buggy letztendlich Kaiser wurde. Natürlich nicht der einzige Aspekt, wahrscheinlich sind noch andere Sachen vorgefallen, das habe ich bereits mal in einem anderen Video thematisiert, hängt mehr mit Mihawk und Blackbeard zusammen, aber gut. Ich gehe auch davon aus, dass Shanks gerade aktuell die Gorosei irgendwie erpresst und das mit einem riesigen Bluff entweder oder mit wirklich wissen, was er erlangt hat. Das ist natürlich die Frage. Es könnte ein Bluff sein, weil wir wissen natürlich, Shanks war auf Laugh-Tale nicht dabei, deswegen kann man davon ausgehen, dass er vielleicht dieses Wissen gar nicht besitzt oder natürlich, er wurde im Nachhinein informiert, weil dass er mit Rayleigh noch in Kontakt stand oder Watcher nochmal mit ihm reden konnte, davon kann man auch einfach mal ausgehen. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass er dieses Wissen wirklich erlangt hat und deswegen die Gorosei gerade aktiv mit dem Wissen erpresst und auch wirklich darüber Bescheid weiß und dass vielleicht nur Buggy nicht darüber Bescheid weiß, was natürlich sehr interessant wäre. Deswegen könnte man zum einen davon ausgehen, dass Shanks dieses legendäre Wissen besitzt und Buggy dann nicht und man Buggy ja trotzdem immer weiter befördert. Wäre natürlich ganz lustig, muss ich sagen. Aber gut, wie dem auch sei, es geht natürlich darum, dass gerade Shanks Crew aus Leuten besteht, die nun mal keine Teufelsfrucht haben. Von Kaido wurde uns direkt bestätigt, dass die stärkste Konstante, die Kraft, um die Welt zu verändern oder sie zu beherrschen, nun mal Haki ist. Und das ist natürlich auch hier ein wesentlicher Faktor, weil irgendwie ist es für mich auch sehr interessant. Stellt euch mal vor, Garp, der ja unglaublich mächtig war oder unglaublich mächtig ist, ein extremes Haki-Monster, wurde nie in den Rang eines Admirals befördert. Wir haben immer gedacht, dass es, weil er seine Freiheiten behalten will, was, wenn das einfach daran liegt, dass er keine Teufelsfrucht wollte? Und was, wenn er sich auch deswegen so über Shanks aufgeregt hat und das alles so abgrundtief hasst, weil Shanks dafür gesorgt hat, dass Ruffy in den Begriff kam, eine Teufelsfrucht zu essen? Und was, wenn er einfach wusste, dass genau das so ein negativer Aspekt ist, den er einfach nicht für seinen Enkelsohn will? Ist ganz interessant, weil ihr müsst das mal ein bisschen weiter stricken. Die Position ging ja, wie gesagt, irgendwie damit einher. Wir wissen natürlich, Bonzaleon zum Beispiel hat bereits als Vizeadmiral die Funkelfrucht bekommen. Und natürlich wissen wir auch, er nutzt dann halt auch wirklich voll diese Kraft. Und hat dann darüber hinaus nicht gerade die beste körperliche Kraft. Natürlich wird er ein extremer Haki-Nutzer sein und wird natürlich auch andere Kräfte haben. Ich meine, er konnte in einem direkten Schwertkampf mit einem Rayleigh mithalten. Das sagt mir eigentlich schon, dass er wirklich, wirklich mächtig ist. Dennoch verlässt er sich halt zu 100% auf die Kraft. Und eine Sache finde ich hier ganz interessant. Ich glaube, das ging halt wirklich positionell damit einher, dass er irgendwas getan hat, was irgendwo gerade im Prinzip halt ein Belohnungssystem ausgelöst hat und das hat dafür gesorgt, dass er eben diese Frucht bekam, weil er keine wissen mehr, dass er früher ein Schwert genutzt hat. Wir wissen aber nicht, ob er bereits bei den Ereignissen von Ohara diese Teufelsfrucht inne hatte. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Bei Kusan und bei Kizaru haben wir es wie gesagt gesehen, bei Akainu wissen wir es nicht. Weil wie gesagt, es gab halt auch kolorierte Bilder mit einem Schwert. Ist ganz interessant, weil wenn Garp halt dann wirklich die Beförderung aufgrund dessen abgelehnt hat, dass er einfach mehr weiß, können wir davon ausgehen, dass Teufelsfrüchte ein sehr, sehr großer negativer Aspekt sind. Und dass die Prophezeiung von Laugh-Tale und auch das Geheimnis der Ds irgendwie indirekt damit zusammenhängt. Ihr müsst euch mal folgende Frage stellen. Warum hat sich denn Choibo entschuldigt? Und warum ist diese Entschuldigung auf dem Poneglyph, was sich auf der Fischmenscheninsel befindet? Ich meine, interessanterweise befindet sich da ebenfalls der legendäre Baum, der von der Fischmenscheninsel losgeht und dann bis nach Meritora ragt. Und interessanterweise glaube ich, bei diesen 7 Kammern von Imsama, wo wir bereits mal irgendwie einen kleinen Einblick bekommen haben, in einer Kammer wissen wir, befindet sich der Strohhut, ich kann mir vorstellen, in den anderen werden sich Äste oder der Baum befinden, die nun mal Teufelsfrüchte besitzen.
Und ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen an die reguläre christliche Mythologie angelehnt ist, nach dem Motto, man kommt in den Garten Eden und nascht von der verbotenen Frucht. Und das könnte eben die Entschuldigung ausgelöst haben. Es könnte aber auch sein, dass man es irgendwie auch schaffen kann, all diese Teufelsfrüchte universell abzuschalten sozusagen. Weil eine Sache finde ich auch ganz interessant, Blackbeards Frucht scheint wie so ein universeller Konter gegen jede Teufelsfrucht zu sein. Irgendwie ist dieser Typ ja völlig anders konzipiert. Seine ganze Physis ist irgendwie nicht natürlich, weil das überhaupt nicht in der Lage ist, zwei Teufelsfrüchte zu essen, ist schon mal ein Riesending. Und wer weiß, vielleicht kann er jetzt sogar noch mehr Teufelsfrüchte essen und das würde natürlich dann noch mehr auslösen. Und irgendwie scheint seine Kraft in Relation zu allem zu stehen. Wir wissen ja, Teufelsfrüchte können sich auch manchmal gegenseitig aufheben oder bestimmte Kräfte können andere unterdrücken. Das haben wir bereits gesehen. Aber Blackbeards Kraft ist universell wie so ein Ausschalter. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht irgendeine Teufelsfrucht ist, sondern dass das aus irgendeiner Kraft resultiert, die allgegenwärtig anwendbar ist. Also ich stelle mir hier Folgendes vor. Man hat irgendwo das Wissen oder die Fähigkeit, alle Teufelsfrüchte auszuschalten und vielleicht sogar parallel alle Nutzer zu töten. Eine Sache ist interessant, wenn man sie nur ausschalten kann, dann wäre es natürlich sehr cool, wenn man sagen könnte, okay, hochrangige Leute würden auf jeden Fall ihre stärksten Kräfte verlieren. Ich denke mal, jemand wie Akainu könnte sich auf jeden Fall noch behaupten oder jemand wie Fujitora, der sie wahrscheinlich auch erst später bekommen hat. Aber jemand wie Kizaru zum Beispiel hätte halt dann Probleme. Diverse Piraten hätten dann Probleme, die sich auch alle mit Teufelsfrüchten ausgestattet haben. Und das würde dann auch erklären, warum zum Beispiel jemand wie Garp eben eine Teufelsfrucht abgelehnt hat, weil er diese Beförderung nicht wollte. Und wahrscheinlich ging halt wirklich mit dieser Beförderung eine Teufelskraft einher. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel Kranich eine bekommen hat. Wir haben gesehen, dass Sengoku eine bekommen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass ebenfalls diese beiden ganz normale Kämpfer waren, die sich vielleicht einfach nur mit Haki brüsten konnten und keine Teufelsfrucht brauchten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sengok, der ja wirklich so mächtig ist, sich die ganze Zeit mit dieser Teufelsfrucht ausgestattet hat und damals halt auch mit dieser Frucht gekämpft hat. Ich kann mir halt auch vorstellen, wenn man halt seine Physis betrachtet und sein damaliges Aussehen, dass er halt einfach so ein Kämpfer wie Garp war und später halt die Teufelsfrucht dazu bekommen hat. Und wie gesagt, das kann ich mir eben auch bei anderen Leuten vorstellen. Aber gut, was hat das Ganze natürlich mit den Ds zu tun? Interessanterweise glaube ich, dass dieser Bestandteil mit dem D im Namen einen genetischen Faktor beinhaltet. Man weiß natürlich, dass man sowas irgendwie immer auf eine Art von familiäre Bindung zurückführen kann. Das heißt, es gibt irgendwo einen gemeinsamen Ursprung. Ähnlich wie zum Beispiel bei Leuten mit blauen Augen, wo ein genetisches Merkmal dafür gesorgt hat, dass sich blaue Augen überhaupt verbreitet haben. Wir haben ja inzwischen erfahren, dass blaue Augen kein natürlicher Faktor sind, sondern mehr ein genetischer Fehler, der zwar wirklich schön ist anzusehen, trotzdem irgendwo ist da ein Ursprung und ein genetischer Faktor, der dafür gesorgt hat. Und ich kann mir hier was Ähnliches vorstellen, dass man wirklich eben Choiboy genommen hat, der zufälligerweise derjenige war, der das erste Mal von der verbotenen Frucht genascht hat, was wahrscheinlich halt dann auch die Heterodynamie-Modell in Nika war. Und dann natürlich hat er etwas ausgelöst, was er nicht auslösen wollte, wofür er sich dann auch entschuldigt hat. Er hat im Prinzip das gesamte Unglück und das gesamte Böse auf die Welt gebracht. Ich meine, sie werden nicht umsonst als Teufelsfrüchte betitelt und die Ds gelten nicht umsonst als natürliche Feinde der Götter. Das ist natürlich die Auslegungssache, wer jetzt hier wirklich gut und böse ist, dass es wirklich so ein krasser Fehler ist. Dennoch, aus dieser Sicht raus hat er sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dieses genetische Merkmal mit den Ds dafür verantwortlich ist, dass man sich einfach bestimmte Kräfte aneignen kann. Ich meine, das Geheimnis der Ds hängt natürlich mit all diesen Ereignissen zusammen. Dennoch ist halt kein Zufall, dass wahrscheinlich dann Choiboy ein Mitglied des D-Clans war. Davon können wir einfach mal ausgehen. Und natürlich ist diese Komponente dafür verantwortlich, dass Waffi nun mal in der Lage ist, die Heterodynamie-Modell Nika zu erwecken. Und ich gehe auch davon aus, dass er nun mal nicht der Einzige war, sondern dass das für jeden gilt, der Mitglied des D-Clans ist. Das heißt, bestimmte Kräfte, nicht nur die Heterodynamie-Modell Nika, können halt nur von bestimmten Nutzern überhaupt erweckt werden. Deswegen glaube ich auch, bei Blackbeard ist das hier eine ähnliche Komponente, dass eben nur diese Leute aus diesem Clan, aus dieser Ursprungsfamilie sozusagen, dazu in der Lage sind, diese Früchte zu erwecken. Einfach natürlich, weil das eben über die Generationen hinweg getragen wird. Und deswegen ist es natürlich für mich hier auch relativ klar erkenntlich, dass Blackbeards Frucht ebenfalls eine Mysteriosaurenfrucht ist und dass man aufgrund dessen einfach in der Lage ist, diese Frucht zu erwecken. Das muss natürlich nicht für jede Mysteriosaurenfrucht gelten, aber für diese Götterfrucht-Varianten kann ich mir vorstellen, dass das genau hier der Fall ist. Und interessanterweise kann man das natürlich auch so weiter stricken und sagen, okay, Waffi ist zwar die Reinkarnation von Choiboy, aber nicht die potenziell einzige Reinkarnation von Choiboy. Und Blackbeard ist natürlich auch eine Reinkarnation von Choiboy indirekt. Und deswegen kann er natürlich auch bestimmte Kräfte nutzen und deswegen ist er natürlich auch in der Lage, seine Physis so anzupassen, wahrscheinlich auch deswegen nicht zu schlafen. Wahrscheinlich hängt das mehr mit dem D-Geheimnis zusammen, als mit der Teufelsfrucht an sich. Die Teufelsfrucht ist natürlich extrem mächtig und gilt wirklich wie so eine Art natürlicher Konter. Dennoch, irgendwo muss es ja auch ein bisschen anders kalkuliert sein, dass man sagt, er ist in der Lage, mehrere Teufelsfrüchte zu essen. Ich meine, zwei muss nicht mal sein Maximum sein. Aber gut, was denkt ihr? Schreibt mir gerne in die Kommentare, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten ist dem nichts mehr hinzuzufügen. Im Namen der Gerechtigkeit,
In nomine Justitia, bis dato, bis zum nächsten Mal.